Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 2205, eine weitere Folge, eine neue Aufnahmesession und es geht los mit Synapsia Union Stufe 33. Ach, mir hat ja hier, ne? Ach ja, Iridium hat mir gefehlt. Jetzt gehe ich mal ganz kurz in meine App, in den Astrid Miner. Ich muss sagen, ich bin süchtig nach dem Spiel, das wird auch richtig schwer. Ich sage das nicht, weil ich irgendwie Kohle kriege von Ubisoft oder so, sondern weil ich einfach damit meine Materialien farmen kann und es macht auch irgendwie ein bisschen Spaß. Es war natürlich sehr einfach, aber finde ich nicht schlecht. So, senden. Senden Sie bitte jetzt Material zur Ende, Erde. Lieferung aus Ihren Asteroidenminen. Ach, das ist aber sehr aufmerksam. Ich habe 999. Ich hoffe, dass, also ich muss mal gucken, ob er da jetzt überzählt. Also wenn ich jetzt was baue, ob er dann von 999 runterzählt oder ob der Stuff dann irgendwie verloren geht. Das wäre ja super schade. So, Transferroute. Strom. Und da? Nach da? Ach, da ist die Raum. Ja, war die Raum. Ja, gut. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal. Quatsch abbrechen. Um diese Roboter. Wo werden die hergestellt? Ich glaube, die werden hier hergestellt. Hier wird schon Bucht. Hier soll ich die herstellen? Die produziere ich doch hier oben. Aha. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Okay, dann produziere ich in der Arktis und das hat er gar nicht vorgesehen. Diese Route ist bald Geschichte. Was wollen Sie deswegen unternehmen? Hier, weiß ich nicht. Die Route ist Geschichte? Was sagt er denn hier? Mach das mal hier zu. Weiß ich nicht. Entscheiden wir dann, wenn es soweit ist. So, nochmal dahin. So, Androiden. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Also, das ist schwierig. So, produziere ich die schon irgendwo? Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Minus 22, jetzt, also... Wann, ja, haben wir hier schon eine Produktion angefangen? Bin mir jetzt echt total unsicher. Aber was brauchen die denn? Sündzellen und neuronale Schaltkreise. Ich kann mich nicht erinnern, solche Dinger gebaut zu haben. Habe ich sowas gebaut? Ach du Scheiße, ich verliere den Überblick. Ich sag mal nö. Kommen wir mal hier hin. So. Schaltkreise plus 8. Das heißt, wenn ich jetzt hier dran baue, dann macht er mehr. Ne? Dann machen wir hier mal den Vollausbau. Dann werden wir wahrscheinlich hier irgendwo ins Minus geraten. Drum haben wir noch genügend, aber das werden wir sonst trotzdem hier unten dran. Okay, plus 32. Der hat auch genügend von allem, oder? Jo. Gut, dann, nee, das kommt mir unbekannt vor. Habe ich, glaube ich, noch nicht gebaut. Oh, eine neue Stufe. Erfolgsliste aktualisiert. Minus 16. Okay. Schade. Okay, das ist die Maximalausbaustufe. Dann setze ich hier mal meine Stromverbesserer wieder dran. Okay, Strom fehlt. Aber das müssten wir doch jetzt hier überleiten können, oder? Handelsroute. Sehe ich die als Strom? Da. Hm? Achso, weil ich wahrscheinlich wieder die Verbesserung gebaut habe. So, da fehlt aber jetzt... Ich habe da noch einige Informationen für Sie. Mhm. Die Bilanz sieht schlecht aus. Die Bilanz sieht schlecht aus. Wir müssen ausbauen. So, hier ist mein neues Wohngebiet, ne?
Dann werden wir hier uns erstmal drum kümmern. Wir kommen wieder vom Hütchen auf Stöckchen. Aber das wird wahrscheinlich auch nie enden. So, komm, dann machen wir gleich hier gescheit. Warum dauert das so lang? Ja, du mich auch. So. So. So langsam könnte man wieder in eine positive Bilanz reinrücken, ne? Brauch einfach nochmal mehr. Abbruch. Informationen. So, warte mal. Eine geht noch hinten dran. So, dann halten wir uns den Bereich hier frei, um so Sachen wie zum Beispiel Informationen zu bauen. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Also so manche Dinge... noch an die Firma. Ja, jetzt aber gut. So manche Sprüche, das wie damals bei Command & Conquer. Jawohl, Sir! Okay. Essen fehlt. Das ist auch der Grund, warum sich das hier nicht ausbaut. Und jetzt, Strom haben wir genügend. Wo sind die Reisfelder? Das hier, bitte, ne? Bitte vergessen Sie es nicht. Jo. Was? Ja, ja, auch du. Ich führe aber keinen Krieg mehr. Ich bin jetzt Pazifist geworden, ich spiele Spiele und dadurch kriege ich meine Kohle. Nein. So. Schade, dass man das nicht ziehen kann, diese Anbauten. Immer noch. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg. Trotz immer noch auf unserer Null. Innovationen ist die Nahrungsmittelindustrie ein langsam wachsendes Feld. Aber eines, das nie einbricht. Okay. Bauen wir gleich noch einen. Bevor ich demnächst, wenn ich sie weiter ausbaue, oder schon wieder dran bauen kann. Machen wir es lieber so. So. Jetzt schießt die Bilanz auch wieder in positive Richtung. Ah, Kristalle. Ich glaube, das hatte ich ja alles ausgebaut, ne? Da oben werden Kristalle abgebaut. Da könnten wir nochmal. Diamanten sind wir aber auch, oder? Quatsch, das sind keine Diamanten. Das sind diese Multispektren da. Das hier, die sind noch bei plus 19. Dann bauen wir jetzt noch eine. Keine Verbindung, ja. Ich habe gar nicht aufgepasst, ob das mit den. Hat einer von euch aufgepasst? Ob das mit den Erweiterungen. Ich glaube schon, ich habe so viel gebaut. Ja. Neun, eine geht noch. Und eine an die andere Seite, komm. Trotzdem minus 11? Achso, wegen Transport, alles klar, natürlich. Plus 9. Essen, Transistoren. Plus 2. Das langt doch nicht, um den Export hier einzustellen, oder? Gemäßigt, Dings, von da. Ach, da. Verarbeite Informationen. Ja. Lang grad so, so. Jetzt, habe ich das richtig gesehen? Der will von mir hier, dass ich hier Köbelprozessoren in der Würdischen Bucht. Bauoptionen erweitert.
Gesundheits... Wasser? Schon wieder Wasser? Gut, dann werde ich gleich die Produktion von der Arktis da umlegen. Muss nur gucken, was da an Material rüber muss. Ja, leck mich am Arsch. Ist da schon wieder Wasser am Arsch? Na gut, ich habe einiges an Häusern gebaut, gell? Hier ist mein Dings. Da ist noch ein Bergbau. Das ist gut zu wissen. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wasser kommt. Das ist wirklich hier. Kommst du nix? Du willst das eine bauen, dann fehlt es da hinten wieder. So, das bauen wir auch komplett aus. Machen Strom hier noch sauber ran. So, jetzt sind wir zumindest von der Strombilanz wieder einigermaßen. So, jetzt fehlt von den Supercomputern. Und der will diese goldblauen Gedöns haben. Das war, glaube ich, hier. Wenn ich jetzt hier die Produktion abreißen würde... Ruhe. Du hast ein Geschäft, ich weiß. Gott, die wollen Gesundheit da oben. Oh, es ist auch... An jeder Ecke ist man hier was am Auf- und Abbauen. So. Jetzt lass mich das kurz mal hier überblicken. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Das ist Logistik. Aha. Gut, da müsste ich, wenn ich es drüben produzieren will... Doch mal eine einzige, gell? Ja. Wenn ich es drüben produzieren will, müsste ich... Von diesen Spiraldingern... Ja. Das erweitern. Wie sieht es eigentlich aus hier mit dem... Du brauchst die Energiezellen. Die stelle ich doch auf dem Mond her, ne? Warte mal kurz. Das gucke ich mir ganz kurz mal an. Kann ich eine neue Transferroute vom Mond? Energiezellen. Energiezellen. Von da nach da. Bestätigen. Verarbeite Informationen. Jetzt gehe ich hier wieder rein und jetzt müsste rein theoretisch. Raumhafenerweiterung wird ausgeführt. Komm. Und dann baue ich auf dem Mond noch ein Fusionskraftwerk, dann bin ich wahrscheinlich wieder pleite. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Ja, das weiß ich, aber wir sind ja gleich soweit, wenn wir die Kiste hier ausgebaut haben. Stimmt, das könnte auch ein Grund sein, warum ich irgendwas unterproduziere. Deswegen muss ich mich erstmal um Strom kümmern. Also wir fangen vorne an und kommen nicht weiter. Diese Handelsgenehmigung läuft bald ab. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, mein Freund. Ussojew ist so viel länger als Sie im Geschäft. Wenn sie nicht profitabel ist. So. Ich will mich erstmal um die Ressourcen kümmern, dann können wir später nochmal handeln. Wie weit sind wir hier? Wir beschleunigen das Ganze mal und dann haben wir den Raumhafen hier auch ausgebaut. Dann haben wir zumindest zwischen den einzelnen Regionen den Energietransfer. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. So. Und jetzt eine Transferroute und zwar Strom von der... Neue Transferroute. Strom. Von da nach da. Nee, das ist zu viel. So. 100. Das war jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Jo, Kindchen, machen wir. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir hier an Dings überproduzieren. 13. Vielleicht können wir das ja hier noch ein bisschen ausbauen, die Molydönbänder, die wir hier herstellen. Da sind wir aber am Limit. Haben wir noch einen Bergbauplatz? Oder muss ich schon den nächsten... War hier hinten noch was? Nö. Ich glaube, da muss ich sogar schon die nächste Insel in Anspruch nehmen. Und jetzt habe ich 13. Diamanten habe ich ja drüben, ne? Dann gehe ich jetzt hier hin.
produziere die und schicke die wieder zurück. Das ist totaler Blödsinn, oder? Brauchen die die hier, die Supercomputer? Hätte ich das nicht vielleicht drüben aufbauen sollen? Wir gehen mal auf unsere Produktionsinsel. Und, Moment, erstmal die Übersicht. Von der Arktis. Dings. Na Bums, noch da. Bestätigen. Verbunden. Jetzt gehen wir dahin. Und produzieren hier. Nee, das ist totaler Bullshit. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Die kann ich hier gar nicht bauen. Das war kein Fehler. Nee, das geht ja gar nicht. Okay, Handelsroute, das hier löschen. Jo. Ich muss das hier erhöhen. Den Import-Export-Gedöns. Hier. Und zwar kann ich diese Dinger importieren? Verstehe ich manchmal nicht. Wie soll ich denn da einen Produktionsüberschuss schaffen? Hier einen Produktionsüberschuss? Geht das mit einer Handelsroute? Sag mal hier, ich hätte gern 6. Verbunden. So. Ach, das zählt dazu. Die Handelsstand, das ist aber ungewöhnlich. Das hat man auch noch nicht. Okay, der braucht eine 20er. Dann eine 20er Verbindung da. Nee, da. Shit. Shit. Die hier, da brauchen wir 20. Objektprofil wird aktualisiert. Erkennt er das jetzt? Ja, er zählt runter. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen. Ist noch alles im grünen Bereich? Ah, okay, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich kann ihn noch nicht hier verarschen. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Gut, dann bauen wir das hier aus und können damit gleich die Supercomputerroute dann vielleicht erhöhen, ne? Gut. Du wirst nochmal produzieren. Und zwar Wissenschaftler, Supercomputer. Doron. Minus 18. ...16... Aha. 14. Oh, schade. Minus 7. Minus 6, weil ich das exportiere oder was? Aber die Supercomputer, das langt ja auch nicht, ne? Da müssen wir hier sowieso mehr herstellen. Ich nehme sie beim Wort. So, dann machen wir das. Supercomputer. Das ist die Logistik. Das ist diese Supercomputer. Und da sind zu wenig. Fehlende Waren. Weißt du was? Wir machen jetzt nochmal. Supercomputer. Ach Quatsch, diese Kerne hier. Setze ich mal hier ran. Es langt trotzdem nicht. Jetzt sind wir bei plus 1. Wir brauchen Strom, ne? Und Strom waren diese Heizkraftwerke. Ja, ja, ja. Da kümmern wir uns gleich drum.
Die werden relativ lang, ne? Dann setzen wir das auf die andere Seite. Okay, der produziert genügend. Strom haben wir. Und Dings haben wir auch. Wie sieht Transferro da aus? Gut. Plus 20. Das heißt, der müsste hier zufrieden sein, oder? Aha, da muss ich schon nochmal überschalten. Plus 2. Gut, warte mal, dann machen wir noch die Computerproduktion. Dann sind wir am Ende einer Folge hier. Da geht nicht mehr. Computer. Computer. Plus 3. Ja, immer noch nicht. Minus 8. Plus 3. Bestätigen. Sortiere Daten. So, dann drehen wir die quer dazu. 5. 2. Plus 1. Komm, bauen wir komplett aus. Grenze erreicht. Strom noch fixen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ach so, weil die wieder zu wenig herstellen, ne? Immer noch minus 6. Okay, warte. Und minus 4. Immer noch zu wenig. Weil, was denn genau fehlt? Minus da. Okay, und dann geht das nächste los. Okay, das können wir investieren. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ihr seht also Mikromanagement to the max. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin zu Anno 2205. Tschüss.